Und dann einmal, mitten in der Nacht, bin ich hellwach gsi. Dann ist er, so feinen, knackelnden Schölen, ist er durch einen Estrich durch. Ich hatte keine Angst, ich hatte Freude und dachte, jetzt ist er erlöst. Wer auf Glück und Sagen angewiesen ist und auf die arme Seele angewiesen ist, würde ich sagen, nicht zuletzt der Landwirt und der Aubler. Ja. Dass man für die immer einen guten Gedanken hat. Zu jeder Zeit. Ganz warme Noten, ganz richtig wie so ein Rossen, so einen warmen Bauch hatte ich hier im Ecken. Ich habe umgeschaut und es war nichts. Ich habe Angst bekommen, bin gesprungen. Und immer hatte ich das Gefühl, dass es unmittelbar bei mir zu unmittelbar da. Und die bösen Geister, wenn der die unermessliche Macht und Kraft Gottes in die Schranken verweisen und dort verbahnen und verriegeln und versickeln. Du bist einfach kein Mensch mehr gesehen. Hat's mich auch betunkt. Ich bin nicht gekommen, ich bin ich gesehen, als wie, ich weiß auch nicht was. So leer, weißt du, hat mich betunkt, es ist alles von mir weg.